Ein neuer Steuerungstyp wurde hinzugefügt, um ein Kreisdiagramm aus mehreren verbundenen Datenpunkten zu generieren. Das Steuerelement zeichnet ein Kuchenstück für jeden verbundenen Datenpunkt unter Verwendung der Hintergrundfarbe des Datenpunktobjekts. Diese Stücke werden normalerweise im Uhrzeigersinn in der Reihenfolge angezeigt, in der die Datenpunkte mit dem Steuerelement verbunden sind. Sie können jedoch auch nach Größe sortiert werden, beginnend mit dem größten. Jedes Segment kann sowohl mit dem absoluten Datenpunktwert als auch mit einem relativen Wert beschriftet werden, wobei 100% den vollständigen Kuchen darstellen. Durch Ändern des Zentrumradiuses können Sie ein Donut-Diagramm erstellen. Auch der Hintergrund des Lochs kann geändert werden. Farbkartenobjekte bieten einen neuen Verlaufsmodus. In diesem Modus werden die angegebenen Eingabewerte auf die Zwischenfarben abgebildet, die aus zwei oder mehr Farben in der Farbtabelle berechnet werden, anstatt der exakten Farbe zuzuordnen, die dem Intervall zugeordnet ist, welches dem Eingabewert entspricht. Dies kann verwendet werden, um glatte Farbübergänge zu erstellen, ohne dass viele Farbeinträge definiert werden müssen. Die Balkensteuerung wurde erweitert, um neue Anzeigemodi zu unterstützen, zum Beispiel gestapelte oder nebeneinander angeordnete Balken von einer Reihe verbundener Datenpunkte. Der Side-by-Side-Modus generiert aus den verbundenen Eingangsdatenpunkten ein horizontales Balkendiagramm. Das Steuerelement zeichnet einen Balken pro Datenpunkt von links nach rechts mit einem konfigurierbaren Abstand zwischen den Balken. Der Stapelmodus generiert aus den verbundenen Eingangsdatenpunkten ein vertikal gestapeltes Balkendiagramm. Um eine Mischung aus positiven und negativen Eingangswerten zu unterstützen, verwaltet die Steuerung zwei separate Stapel. Ein Stapel enthält alle positiven Werte und wächst von unten nach oben, der andere enthält negative Werte und wächst von oben nach unten. Der Balkenfarbenmodus kann sein None, Single Color oder Gradient. Die letzte Option füllt die Leiste mit mehreren Farben oder einem Farbverlauf anstelle einer einzelnen Farbe. Dazu muss ein Farbkartenobjekt, das die Hintergrundfarbe abbildet, mit dem Datenpunkt verbunden werden. Der letzte Selektor bezieht sich auf die Anzeige der Wertelabels für die einzelnen Balken. Eine neue Zeilenumbruchsfunktion wurde eingeführt. In Steuerelementen wie Textausgaben können Zeilenumbrüche jetzt dynamisch hinzugefügt werden.
Mit Steuerelementen verbundene Pop-up-Aktionen bieten eine neue Option zum Schließen, wenn das übergeordnete Steuerelement ausgeblendet ist. Dies ist nützlich, um verschachtelte Pop-ups automatisch zu schließen, wenn das übergeordnete Pop-up geschlossen wird oder das übergeordnete Steuerelement aus anderen Gründen unsichtbar wird. Weitere Informationen finden Sie im Elvis Benutzerhandbuch.